Okay, wenn jeder ein Video macht, dann mache ich eben auch eins, ganz schnell und spontan. Allerdings reden wir heute über drei verschiedene Themen, nicht nur über die Gamescom. Ganz schnell das erste, ein neuer YouTube-Player. Wie findet ihr ihn? Also ich finde ihn eigentlich ganz nice. Allerdings muss es immer im Video drin sein. Mich persönlich stört das so ein bisschen. Man kann es so machen wie früher, dass es unten eine eigene Leiste bekommt. Immer im Video drin, das ist irgendwie störend, oder? Aber ich habe schon gehört, dass der neue Player bei einigen Videos flüssiger laufen soll. Manche hatten ja Probleme. Das sollte bereinigt sein. Na gut, man wird sich dran gewöhnen, nicht wahr? So, die Gamescom, ich bin natürlich wie letztes Jahr auch wieder da. Und zwar von Mittwoch bis Sonntag, in der Tat, ja. Aber auch ein paar Termine. Am Mittwoch wäre das am Fachbesuchertag. Da bin ich von 14 bis 15 Uhr auf der Nintendo-Bühne, spiele Mario Maker. Bin so ein bisschen gespannt, was mich erwartet, aber ich werde einfach ich selbst sein. Und ja, mit Mario Maker kann man nichts falsch machen. Da hat man auf jeden Fall Spaß. Gut, und des Weiteren, ja, am Donnerstag habe ich nichts konkret vor. Das ist eigentlich ganz gut so, denn ich will mich ja auch mal umschauen, nicht wahr? Ich werde mit dem ganzen Trupp anwesend sein, ordentlicher Anhang. Und ja, da werdet ihr mich am ehesten treffen. Also im Gegensatz zu letzten Jahr habe ich kürzere Haare und so. Und wer mich erkennt, das, ja, alles Piano. So, am Freitag, da bin ich zwar auch da, aber ich habe einige Termine mit Nintendo, mit YouTube, aber das eher so hinter den Kulissen. Also da weniger. Und auch Samstag, Sonntag eher so ein bisschen undercover verdeckt. Also wenn ihr mich sehen wollt, dann eher am Donnerstag oder am Mittwoch eben. Ne? Morgen quasi. Also das Video ist auch recht spontan. Dachte ich mir, setze ich euch halt davon in Kenntnis. Und was ich halt auch sagen möchte, ist halt, was die Uploads betrifft, natürlich habe ich für die Zeit der Gamescom schon alles fertig hochgeladen und so weiter und so fort. Wird immer freigeschaltet. Ich dachte mir, um 13 und um 17 Uhr ist für die Ferienzeit ein guter Zeitpunkt, oder? Viele sind schon früher wach, haben Zeit. Ja, allerdings nur zwei Videos. Leider auch Samstag, Sonntag. Aber zwei Videos ist, denke ich, immer noch okay. Also so wenig ist es jetzt auch nicht. War mal wieder typisch, dass alle Let's Plays, auch wenn sie teils richtig lang waren, zum gleichen Zeitpunkt geendet sind. Mal wieder. Es ist so typisch, ja. Erst Yoshi's Woolly World, dann Donkey Kong 64, Paper Mario, Super Mario Bros. X und alle in Anführungsstrichen zeitgleich geendet. Und dafür wird es einiges Neues geben. Drei neue Projekte geplant. Eins kennt ihr natürlich schon. Animal Crossing New Leaf. Das ist was brandneues auf meinem Kanal, sag ich mal. Und die anderen beiden Projekte, die an den nächsten Samstagen kommen werden, eigentlich wisst ihr es schon, wenn ihr euch mit meinem Kanal auseinandersetzt und was ich so sage, was ich machen möchte. Ich habe schon oft erwähnt, das sind so Projekte, die, ja, die echt geil sind. Müsst ihr euch reinziehen. Aber trotzdem nur zwei Videos pro Tag. Das ist ordentlich, aber viele, wisst ihr, meckern halt auch rum wegen Ferien und hinter ist so viel und so. Und ich finde, es passt eigentlich und deswegen setzen wir uns da fest. Bis Super Mario Maker erscheint am 11. September. Mal sehen, ob ich dann wieder auf drei Videos hochgehe oder drei Videos an Wochenenden oder. Auf jeden Fall möchte ich da mit euch einiges zocken. Und das wird nice. Ebenfalls im September startet dann Let's Play Pokémon Schwarz. Darauf freue ich mich. Das nächste große Pokémon-Abenteuer auf meinem Kanal. Lang ist's her, aber es wird definitiv kommen. Und auch die Projekte, die danach kommen, habe ich teils schon vorbereitet. Und ich will nicht zu viel verraten, aber schnallt euch an, das wird der Burner. Aber im Sommer machen wir einen auf. Ruhig, gechillt, weil, wisst ihr, soll auch Mario Kart 8 online kommen. Let's Tests sollen kommen ohne Ende, weil, naja, ich möchte euch immer so ein bisschen was näher bringen. Wisst ihr, das ist auch gute Abwechslung, sage ich mal, zum üblichen Trott. Und Best of soll es weiterhin geben, also da ist für einiges gesorgt. Und ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Das war's, ich halte mich kurz und danke fürs Anhören und wir sehen uns vielleicht sogar auf der Gamescom. Bis dann und ciao!